Schweineaffenfotzen-Tittengeil. Backt mal, das ist eine Eins.
Arschgeigen wollten mir hier eine 5 verkaufen, oder? Okay, dann will ich aber auch eine 5 hören. Hier kommen noch mal ein paar, Achtung. Jetzt aber. Ich muss den Arsch am Schlagzeug fragen. Dani! Dani! War gut, oder? Komm, die sind scheiße laut. Oh, die gleiche Geschichte nochmal, das gibt's doch nicht. Wisst ihr, ich tu's nicht jedes Mal, aber heute sag ich's. Ich habe eine kleine Geschichte über den kleinen schwulen Arsch am Schlagzeug. Wollen wir die hören? Ist eine Geschichte für die Männer unter uns. Glaube ich. Ein paar kennen die Story auch schon. Ich glaube, ich habe es auf der letzten Tour ab und zu auch mal erzählt. Aber heute sind wir so viele, da muss ich es echt sagen. Dann weiß ich es, die halbe Republik, da wichse ich mir dann einen drauf. Ich habe mir in Japan eine Flasche Scotch Whisky gekauft. 21 Jahre alt, Männer. Für einen Arsch voll Kohle. Ihr ahnt es, was der mit meinem Whisky gemacht hat, oder? Was soll ich sagen? Ich sag's trotzdem. Er hat meinen Whisky mit Coca-Cola gemischt. Mädels müsst ihr gucken, so, ja und, was? Okay, aber ihr wisst, ist trotzdem einer meiner besten Kumpels, was soll ich tun? Ich habe mir nicht rausgesucht. Also nochmal, so laut ihr könnt, backen wir, wie viele wollt ihr noch? 5, 10, na hau ab. 8, 7, 4, 4, 4, 4 ist cool. 4 Mal noch wackeln, Kinder!